Willkommen zurück, Leute, zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir befinden uns in Welt 6 und es geht los mit dem Trautenheim Eis allein. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, das ist jetzt sozusagen die letzte Welt, sieht man mal von der Spezialwelt ab. Und es ist die alte Donkey Kong Insel, ne? Im Großen und Ganzen wäre es jetzt, es wäre halt ziemlich cool, wenn das jetzt hier wirklich an Returns erinnern würde. Ich würde es extrem feiern, aber ich bezweifle das irgendwie. Das ist zumindest das Kong-Haus. Es ist im Hintergrund. Okay, wir befinden uns also auf einer anderen Ebene. Gut, so kann man mir das Ganze theoretisch auch verkaufen. Mit einer anderen Ebene. Das macht sogar in gewisser Weise Sinn. Und die Musik ist die aus dem Intro. Oder zumindest in einer sehr, sehr ähnlichen... Nee, es ist die aus dem Intro. Krieg ein bisschen Gänsehaut, muss ich gestehen. Boah, ist das geil mit der Mucke. Und da gehen wir down, aber das ist nicht schlimm, weil ich habe Angst, dass diese Musik nur in diesem Level ist. Ich bin eigentlich so ein bisschen in Versuchung, komplett die Klappe zu halten. Wie viele Puzzleteile brauchen wir? 5. Ja. Weil es einfach so krass... Nein, nein. Oh, Wollo, Alter. Ja, krasse Mucke, krieg dich ein. Du musst trotzdem dieses Level irgendwie schaffen. Oh, wie zu cool. Das ist zu cool für mich. Das halte ich nicht aus. Das ist zu viel. Vor allen Dingen baue ich hier die ganze Zeit Scheiße, ne? Das kommt auch noch dazu. Das war jetzt nicht gut wahrscheinlich, ne? Oder wir nehmen einfach das Bonusfass hier. Ja. Gerade wo die Musik cool werden wollte. Oh, der Scheiß. Ja, wobei, das ist nicht scheiße. Junge, das ist eigentlich ziemlich einfach. Easy peasy. Mach einfach dein Ding hier und... Dann hat sich die Geschichte doch schon. Siehste? Rekordzeit. Ich denke mal, wenn es hier irgendwelche Weltrekordvideos geben würde, dann wäre dieses Video jetzt ziemlich weit vorne. Ja, haben wir mal eingesammelt, sicherheitshalber. Das fällt runter. Boah, das ist alles ein bisschen, Da weißt du tatsächlich nicht so genau, was ist hier los. Erst das K. Okay, cool. Wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, ich feiere das gerade so hart ab. Achso, gerade sagen, was ist das? Schneller, mein Freund. Hier unten ist bestimmt was, hab ich mir doch gleich gedacht. Oh, so ein epischer Scheiß, ey. Ich halte es nicht aus. Sowas kann ich immer nicht gut haben. Weil solchen Liedern, da kommen mir schon fast die Tränen. Weil ich, ja, kennt ihr das vielleicht, wenn ihr im Kino sitzt oder so? Und, ja, man guckt jetzt zum Beispiel, also ich habe das immer ziemlich hart bei Superheldenfilmen oder so, oder wenn irgendjemand über sich hinaus wächst, dann habe ich das halt immer ziemlich krass, dass ich das kaum haben kann und, dass mir dann die Tränen kommen. Ja, da muss man immer ganz vorsichtig sein und dass es keiner sieht. Ja, ja. So bin ich da halt. Was soll ich tun? Boah, was ist das für ein Level, ey? Krasse Scheiße. 3 von 5. Sieht alles sehr gut aus. Nein, es tut mir leid, wenn ich hier stellenweise echt ein bisschen ruhiger bin, aber ich will der Musik lauschen. Es tut mir echt leid, aber das ist so... Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen drauf klarkommen. Was die hier auf mich loslassen. Ja, da hinten hätte jetzt halt was sein können. Das ist halt auch wieder so ein... Ich sage mal, das ist so ein Level, wo du eigentlich Squawks brauchst. 4 von 5. Doch, das sieht doch... ja... Der sieht doch ganz gut aus, wollte ich sagen. Wobei ich da jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, hätte man das auch schaffen können, wenn man noch keine Ahnung hat, was hier abgeht.
Wäre jetzt mal interessant zu wissen. Jetzt hätte ich eigentlich auch ganz gerne Dixie immer noch. Oh Mann. Wie scheiße das halt immer ist, wenn man seinen Kong verliert. Das ist doch doof. Gib mir noch ein Leben. Tust du nicht, Arschloch. Okay, da ist ja halt nichts, ne? Es geht ja halt nur darum, dass man das End nicht so einfach bekommen kann. Ich schätze jetzt einfach mal, wenn man hier nicht das Puzzleteil holt, dann ist das auch kein Thema, richtig. Ach so. Na, du Lappen. Scheiße. Okay, ich weiß danach aber trotzdem nicht so wirklich, wo ich hin muss. Das kommt jetzt mal auf die Seite von, keine Ahnung, was hier überhaupt... Ja, super. Geile Scheiße. Richtig gut. Ja, mit einem Herz. Och, wie schön mit einem Herz. Vielleicht gibst du mir ja diesmal ein Herz. Wie wär's? Vielleicht gibt es mir ja immer das, was ich gerade brauche. Nein, tut es leider nicht. Okay, ist trotzdem einfach. Ist einfach, Wollo. Alles voll easy. Nein, 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 nein. Das war dumm. Oh mein Gott. Sei doch nicht so dämlich. Okay. Okay, wir wissen genau, was hier zu tun ist. So, hier drauf. Und dann? Oder muss ich da nicht drauf? Ja, tut mir leid, Leute, aber mir ist gerade nicht 100%ig klar. Wow, enge Kiste, enge Kiste. Mir ist nicht 100%ig klar, was die da von mir wollen. Irgendwas ganz Spektakuläres wahrscheinlich, was ich da abziehen soll. Und was jeder andere auch sofort versteht, nur ich halt nicht. Ah, so ist das, ne? Dumm. Okay, ich... Ach so. Ich habe jetzt aber gesehen, was zu tun ist. Hey, halt dich fest und dann kannst du auf das nächste Teil. Wie cool ist das denn? Ja, haha. Ah, super. Das hättest du auch schon vor 3 Minuten wissen können, Wollo. Vor 3 Minuten wäre das möglich gewesen. Womöglich. Aber wir wollen die 6. Welt ja auch richtig... Irgendwann musste ich das N ja mal verpassen. Komm, seid ehrlich. Das ist meine Pflicht. Es ist einfach meine verkackte Pflicht, irgendwann an irgendeiner Stelle das Teil zu verpassen. Das geht nicht anders. Zack. Und jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles... Boah, ich dachte gerade. Könnt auch mal wieder ein paar Bananenmünzen eintauschen. Was kaufe ich mir denn Schönes? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Extraherzen oder so. Ich habe Bock auf Extraherzen. Jetzt halt dich doch fest. Ich schneide dahin. Und ja, wir hängen dran. Ich glaube das gar nicht. So, und boah, bitte jetzt mach keinen Scheiß, ne? Alles muss jetzt schön im Rahmen bleiben. Hier sollen wir nicht drüber springen. Auch kaum schwierig, kaum schwierig. Oh nein. Egal, sind gleich wieder da. Meine Güte, das war die Hölle auf Erden. Tatsächlich. Krass, das war viel schlimmer als erwartet. Ja, viel, 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 viel schlimmer. Ich hab es... Boah, wahnsinnig oft noch versucht. Keine Ahnung, ich bin einfach nicht mehr bis zum Ende gekommen. Aber, was soll's. Das Level ist sehr, sehr cool. Ja, durch die Musikuntermalung ein wahrer Ohrenschmaus. Und das macht's halt ziemlich geil. So, und der schickt uns jetzt direkt sozusagen in die nächste Welt. Also in jeder Welt ist nochmal ein Level. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Jetzt natürlich die Frage. Secret Exits erkennen? Wird ein bisschen schwierig. Ja, wird man dann sehen. Wahrscheinlich muss ich dann das eine oder andere halt nachholen. Aber ja, was soll's, ne? Dann ist das eben so. Dann merke ich, dass der K-Tempel nicht aufgeht und dann gucke ich, wo die Secret Exits sind. Im Zweifelsfall. Vielleicht finden wir sie auch so. Das fällt mir halt ins Auge oder ich gucke mal vorher nach. Was ist denn das da? Welle verboten? Ist das eine Welle? Soll das ein Donkey Kong sein? Weiß ich nicht. Komm, das kriegen wir, das kriegen wir. Und im Zweifelsfall hätten wir es sonst so gemacht. Aber es ist tatsächlich so,
Es ist tatsächlich so, die Welten werden nochmal gezeigt. Und das finde ich ziemlich geil. Das wäre jetzt auch geil, wenn die beiden kaputt gehen würden. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Zack. Und D. Den da noch. Ja. Aber die Lieder sind dann doch tatsächlich ein bisschen anders. Ah. Ich wollte erst runtergehen und hatte dann die Hoffnung, dass da irgendwie ein Bonus ist. Aber so geht's auch. Wie viel war das? 1 von 5. Okay. Also puzzleteiltechnisch wird es ein bisschen chilliger, oder? Kann das sein? Doch, ein bisschen. Was hat er denn da Schönes? Was hast du denn da Schönes? Oh, ich hätte auf jeden Fall meine Bananenmünzen eintauschen sollen, aber ich wollte es eigentlich erst irgendwie in dieser Welt hier machen. Okay, geschenktes. Nee, das ist vereist. Nee. Jetzt packen die am Ende nochmal ein bisschen veränderte Bonuslevel sogar aus? Cool. Das gab's in Returns auch nicht. Also da könnte ich mich nicht dran erinnern, dass auf einmal in der Bonuswelt irgendwie Lava mit drin wäre oder so ein Kram. Aber gut. War trotzdem nicht schwieriger oder so. Nein. Alles beim Alten. Coole Sache. Dann wollen wir mal. Aha, der Feuervogel. Ich liebe den Feuervogel. Ja. Wahnsinnig. Er ist echt der coolste. Hier unten gibt es irgendwas. Ich finde es geil, dass man, wenn man auf irgendwas draufsteht und daran zieht, das Ding einfach mal hochheben kann. Ist man dann ein krasser Typ oder ist man ein krasser Typ? Ich finde schon, dass man dann sich schon als krasser Typ bezeichnen darf. Das hier geht nicht kaputt, nein. Nichtsdestotrotz, boah, krass. Glaube ich, dass es hier noch was geben wird. Spätestens wenn ich da... Kann ich nicht oben drauf? Okay, na gut, dann nicht. Dann haben wir doch alles. Ich hätte jetzt gedacht, da kann man vielleicht drauf gehen. Wäre auch eigentlich ganz sinnig, oder? Denk schon. Ups. Und ah, ist doch voll chillig, Mann. Das ist ein chilliges Level, finde ich. Bis hierhin zumindest, ja. Okay, das ist vielleicht doch nicht so einfach. Der muss erst down sein, der muss erst down sein. Jetzt bin ich ein bisschen in Versuchung. Ah, jetzt sind nicht alle auf dem Bildschirm. Schade. Und an den letzten komme ich ohnehin nicht dran. Oder doch? Hm, nee, nicht zwingend. Egal, ich wollte die Energie halt haben. Ich wollte sie halt haben. Jetzt ist er wieder da. Nein. Brauche ich den vielleicht sogar? Niemals brauche ich dich, Penner. So, tschüss. Da unten ist doch auf jeden Fall was. Wobei... Vielleicht kann man da rein, aber ich würde sagen, da unten kann man rein, oder? Boah, voll... Kann man nicht. Okay, man verliert aber nur ein Herz, wenn man das testet. Das ist ganz gut. Dann testen wir das nämlich hier auch mal. Hm. Okay, es sah mir jetzt so aus, als könnte ich da nicht rein. Aber ich bin mir da... Nichtsdestotrotz bin ich mir unsicher. Ist jetzt nicht ganz so... Oh, hier gibt es ein Puzzleteil. Ja gut, dann wird da wohl nichts gewesen sein. Oh, ich hasse das. Das mag ich nicht. Wenn der darum eiert. Komm ich drauf? Nein. Oh nee, ihr Pisser. Weil kann ich gebrauchen, wa? Zack. Easy. Und da unten ist ein Bonus. Gut. Schätzen wir zumindest mal. Kann natürlich auch einfach... Ey, wir haben nicht mal über 90 Leben, ne? Und es ist sogar ein Bonus. Ja, wir haben... Oh nein, das Schlimmste. Mit das Schlimmste, was einen hier treffen kann. Oh, das war nicht so gut. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich finde das so schwierig. Oh, das ist mehr Glück als Verstand. Das ist einfach auch mehr Glück als Verstand. Ist das nicht immer mehr Glück als Verstand bei dir, Wollo? Halt's Maul. So kann man das jetzt nicht sagen. Das wäre auch ein bisschen fies, oder?
So, scheiß drauf. Wir haben 4 von 5. Ja, komm, 4 von 5, das ist alle richtig. Das ist alles richtig, das ist alles richtig. Brauchst du dir keine großen Sorgen machen? Nee, nee. Warum denn auch? Warum denn auch? Ist doch alles Kinderkram. Kannst du dir auch locker holen. Und trotzdem noch da oben dran. Nein, kommst du nicht. Ah, ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich weiß einfach nicht. Kann ich hier unter... Ah, nee, unter Wasser kann ich hier nicht. Ich wollte gerade fragen, kann ich eigentlich unter Wasser? Nö. Oh, das war so klar, dass das jetzt passiert. Wie kriege ich dieses G? Kriege ich denn das G? Ach so. Shit. Ist aber ganz klar. Ja, man kann das hochheben. Das wusste ich halt in dem Moment gerade nicht. Entschuldigt bitte. Aber das ist ja halt so ein... Manchmal denkst du dir, ja, was ist los? Wie? Hä? Weil man... Ach, schade. Man so ein Kram einfach in dem Moment nicht sieht. Komme ich da überhaupt? Boah, eng. Ganz, ganz enge Kiste. Ganz, ganz enge Kiste. So, hoch, 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 hoch. Schaffst du? Ich wollte gerade loslegen. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn man... Ich bin gerade ein bisschen auf dem Zahn. Wenn man mit einem Zahn so auf den anderen knallt, wenn man sich aufregt. Das ist jetzt nicht... Es tut nicht weh. Ne, nicht, dass jetzt einer denkt, es tut weh oder so. Nein, aber das ist so ein... ich hasse das Gefühl halt. Schlicht und ergreifend. Ich mag es nicht so gerne. Und lass mich einfach dann... Was ist das denn? Achso, da kann ich es nochmal hochheben. Warum? Herz wollte ich haben. Dankeschön. Wir sind noch voll dabei. Wir sind noch... Ach, die ist ja hier nicht... Ich dachte gerade, die ist im Hintergrund. Shit! Wie soll das denn gehen? Und ich denke, das ist das Ziel. Voll schwer. Voll schwer, voll schwer, voll schwer, voll schwer. Und das G ist trotzdem noch nicht meins. Und es wird auch nicht leichter hier, ne? Wird nicht leichter. 3, 2, 1, 3, 2, 1 und rüber, 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 rüber. Okay. Alles ist gut, alles ist gut. Ist die blöde Feuereule halt Feuereule sein so. Jetzt kommen sie langsam in den Problemmodus. Ja. Damit war zu rechnen. Das kommt davon, wenn man unbedingt das Herz haben will, ne? Man will es so unbedingt dringend. So. Braucht man auch das nicht. Zack. Jetzt wissen wir langsam, wie es geht. Jawohl, wir wissen, wie es geht. Das wundert uns jetzt auch nicht mehr, weil wir haben es jetzt tausendmal gesehen. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, aber manchmal ist es eben so, dass man nicht so krass ist und alles sofort instant schafft. Hier kommt was. Hier kommt was. Shit, ich wollte halt auf die Eule um... Jetzt kriege ich den Crap da oben halt nicht. Das ist doch scheiße. Da ist ein Speicherschwein. Ich flippe aus. Jetzt hier noch auf dem letzten Metern? Ist noch nicht vorbei? Ich dachte echt, jetzt wäre hier definitiv das Ziel. Ne, dann ist da unten das letzte Puzzleteil. Das ist gut, oder ist es hier oben? Ah, es ist hier oben. Was ist dann da unten? Das will ich jetzt wissen. Der richtige Weg, oder was? Secret Exit? Oh, nee, ey. Was ist das? Okay. Das hilft mir ja sogar ein bisschen. Nur Bananen. Ich brauche ein Herz. Ich brauche doch ein Herz, Mensch. Zack. Zack, zack, down. Oh, ich scheiß mir ein. Ich scheiß mir gerade ein. Ich hab Angst. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin einfach nur ins Ziel. Wow, okay. Das war sogar... Das war sogar gefährlich. Ich dachte, entweder schnell oder musste warten. Aber ich bin mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher, was richtig war.
Egal, wir haben auch dieses Level komplett gelöst. Bedeutet, wir haben in diesem Part die ersten beiden Levels der sechsten Welt geschafft. Das ist gut, schätze ich. Doch, das ist zumindest ganz akzeptabel. Und ja, mal gucken, ob der mir jetzt irgendwie was anzeigt, was nach einem Secret Exit aussieht. Aber nein, nicht wirklich. Da hinten muss es auf jeden Fall ein Lore-Level geben, das ist cool. Gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Park bei den Glatteistrümmern wieder. Bis dann und ciao.